Ja, ihr Lieben, einen wundervollen schönen guten Abend, Freunde, Feinde und die, die noch am Überlegen sind. Ich denke mal, ihr habt das Video schon gesehen von diesem Ramazan, wo der jetzt wieder ein Video macht. Er fängt jetzt an, eine ganze Serie zu machen gegen Amir und nennt ihn da ein Atheist. Er nennt Amir ein Atheist, das Eigenschaften hat von Atheist. Eigenschaften hat von einem Atheist und so weiter. Ja, da du ja hier in dem Video sagst, lieber Ramazan, du machst jetzt eine Serie wieder gegen, werden wir natürlich gegen dich gehen. Ja? Und gleich am Anfang machst du schon in der ersten Sekunde, bevor die erste Sekunde überhaupt anzeigt, schon den Fehler in der ersten Millisekunde, ja, deines Videos machst du schon den ersten Fehler. Mohammed verbietet Musik und du lässt Musik spielen. Auch wenn es islamische Verse sind, wird das im Gesang gemacht und dahinter musikalische Instrumente oder ein Instrument, wie auch immer, ist verboten in Islam. Schon in der ersten Millisekunde den ersten Fehler gemacht. Weil du ja nachher sagst, Amir hat in 3-4 Sekunden den ersten Fehler gemacht. Du hast ihn in der ersten Millisekunde getan. Oh Mann, ey. Schachmatt schon, Ramazan. Hast schon verloren. Du hast angefangen gleich mit Purge Time. Es ist Purge Time. Ramazan, pass ein bisschen auf, was du sagst, ja? Lass bitte diese Sätze, okay? Das geht dir wieder schon wieder entsprechend zu weit, was du hier tust. Purge, ja? Purge 1, Purge 2, ich habe die Teile gesehen. Der erste Teil hat mir besser gefallen. Nicht, dass ich solche Filme sehe. Ich habe den zweiten geguckt und den ersten geguckt. Den zweiten habe ich geguckt, an den ersten schon gar nicht mehr erinnert. Ja, und den ersten muss ich gar nicht, worum es geht. Sonst würde ich mir sowas nicht angucken, weil es einfach satanisch ist. Ja. Und du sagst, Purge Time ist schon da. Ja. Du vergleichst dich oder du setzt dich in diese Filmrolle rein, ja, Purge Time, ist einfach nur unglaublich, ja, hast du vergessen, ja, Purge Time, Hitler, Juden, hast du das vergessen, Purge Time in Deutschland war, weißt du, Ramazan, ich weiß ja nicht, aber wenn gewisse Leute in Deutschland bald gewinnen, ja, wird eines Tages bei dir das Lichtlein ausgehen, ja, und wenn du Glück hast, wirst du dann das nächste Licht, das du siehst, ja, in deiner Heimat sein. Und wenn du Pech hast, das nächste Licht, was du siehst, wird in der Hölle sein. Wenn du solche Aussagen machst, musst du wirklich aufpassen. Denkst du, alle Deutschen, alle Europäer in Deutschland sind alles so harmlose Kreaturen? Ja? Da gibt es ganz andere Kreaturen. Wenn du solche Sachen sagst wie Purge Time, ja, muss aufpassen, dass bei dir eines Tages nicht zu Hause das Licht ausgeht und Kaiser Sosse hinter dir steht. Guck dir den Film an, Farbe des Geld. Nee, wie heißt der Film? Die üblichen Verdächtigen. Ne? Wenn du gerne von Filmen redest, dann lass mich dir einen Film empfehlen. Die üblichen Verdächtigen. Ja? Und pass auf, dass du mit deinen Aussagen nicht irgendwann mal Kaiser Sosse hinter dir stehen hast. Okay? Hast du das verstanden? Gut. Weil die Juden haben solche Sachen nicht gemacht, ja. Und ihr Muslime traut euch und wagt euch, alles Mögliche zu machen, ja. Und wenn Purge in Deutschland nochmal passiert, ja, gegen euch Moslems dann, weil ihr solche Aussagen macht, dann werden euch die Christen nicht helfen, ja. Denn die Christen werden sagen, das könnt ihr nicht machen mit den Muslimen, ja. Aber wenn die Christen eines Tages erkennen, ja, was für ein Geist ihr habt, Purge Time, ja, dass ihr schon seit 1400 Jahre macht, ja? Der Islam macht schon seit 1400 Jahre Purge Time gegen Juden und Christen, mein lieber Freund, ja? Wenn die Christen das endlich mal gerafft haben, dann werden sie stillschweigen und zusehen, wie diese anderen Geister, ja, die euch ähneln, mit euch tun und lassen, was sie wollen, ja? Das wird passieren. Du vergisst mal lieber, dass Deutschland 6 Millionen Volk ist, ja? 80 Millionen Einwohner davon sind 6 Millionen Deutsche, ja? Nochmal, du bist in der Stadt drin, mit vielen Ausländern, ja, aber der Rest der Deutschen, ja, ich erkläre dir das gerne nochmal, der Deutsche ist jemand, der, die meisten leben schön auf ihrem Dörfchen, ihren Ländchen und hin und her, gehen in die Hauptstädte arbeiten, dann fahren die aber zurück zu ihren Häuschen,
Ja. Nur der Müll, ja, bleibt in den Großstädten. Ups, Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Ja. Ich will niemanden beleidigen. So. Erste Sekunde, erster Fehler, Musik verboten, ja. Und direkt satanische Wörter wie Purge-Time, ja. Schachmatt schon, ja, direkt schon Schachmatt. Du behauptest, dass Amir nicht weiß, was in der Bibel steht. Was nicht in der Bibel, also du behauptest, dass Amir nicht weiß, was in der Bibel geschrieben steht. Das wissen Muslime nicht. Muslime wissen nicht, was im Koran geschrieben steht. Ja? Allah sagt, du sollst einfach glauben, du sollst nicht kritisieren. Ja? Du sollst einfach glauben, obwohl du gar nicht verstehst. Ja? Selbst die Lehrer im Islam verstehen nicht, also wissen nicht die Bedeutung der Wörter, ja, im Islam, sondern glauben. Das heißt, ihr glaubt einfach, ohne etwas zu wissen, ja. Du nennst am Ende des Videos Amir ein Trottel. Also man muss schon ein extremer Trottel sein, an etwas zu glauben, was man gar nicht versteht, ja. Und einfach sagen, ja, weil Allah wa ta'alam, ja, oder Allah weiß schon, mein lieber Freund, einfach so diese Ausrede machen, das sind atheistische Züge, atheistische, noch schlimmer als Atheist, das sind satanische Züge, ja, noch schlimmer als Atheist, weil ein Atheist ist jemand, der eine Religion komplett ablehnt und sich nicht und nicht behauptet, dass er einer Religion zugehört, ja, und dann, wo hat hier Amir atheistische Züge? Ein Atheist sagt ganz klar, dass er an keinen Gott glaubt, ja. Wo hat ihr Armee atheistische Eigenschaften? Ihr habt nicht nur atheistische Eigenschaften, sondern satanische Eigenschaften. Ihr behauptet, einer Religion zu folgen, ja, von der ihr überhaupt nichts wisst. Allah selber sagt, dass ihr es gar nicht versteht, dass ihr überhaupt die Hintergrundbedeutung der Wörter überhaupt nicht kennt. Ihr sollt einfach glauben und nicht kritisieren, denn sonst wisst ihr ja, was passiert, wenn ihr den Islam kritisiert. Ja? Mit Muslimen selbst. Ja. Du weißt nicht, was im Koran geschrieben steht. Wiedereigentor, Schachmatt. Ramazan. Genau, Serienvorsätze gegen Amir und CP fake, CP lügt, hier schon wieder, einfach nur behaupten, dass sie lügen, ja. Dabei zeigen sie ja schwarz auf weiß alles auf. Ja? Zuschauer glauben einfach, was sie sagen. Und Allah sagt, sie glauben einfach ohne zu wissen. Ja, hast du ja wieder gesagt. Und hier ist es schon wieder, ja. Ihr seid es, die glauben ohne zu wissen. Ja, du Heuchler, du Ignorant, du machst so fette Eigentore. Was haben wir jetzt? 7 Minuten? Ja, aber wo du das ausgesprochen hast, das ist gerade mal alles jetzt hier. Nachher seht ihr das. Das alles, was ich hier gerade aufzeichne, bis ich es dann erwähne, ist alles in einer Minute. Wie viele Fehler du in einer Minute machst, ist einfach unglaublich. So. Allah sagt, sie glauben einfach und ohne zu wissen. Das ist, also uns, wir Ungläubigen, dabei ist es doch bei euch so. Ja? Muslime glauben einfach ohne zu wissen. Unglaublich, ja. Letztes Video hat Amir gezeigt, er ist ein Antichrist und Atheist. Ja? Hat Eigenschaften von einem Atheist. Wenn ich manchmal etwas vorziehe, wenn es ist, weil ich mich daran erinnert habe, dann können wir es ja jetzt hier rauslassen, haben wir ja schon besprochen. Ja? Was Eigenschaften eines Atheisten sind, ja? Haben wir ja gerade. So. Allah, ja? Allah deckt sie auf, verdreht ihre Gesichter, recht leitet, wen er will. Ja? So. Das war alles jetzt in der ersten Minute. Haben wir auch gerade schon besprochen. Allah deckt sie auf, recht leitet, ja, recht, deckt sie auf, verdreht ihre Gesichter, recht leitet, wenn er will, hast du gesagt, ja. Also das heißt, wenn Amir Fehler macht, ist das, weil Gott, ja, weil dein Gott Allah diese Fehler schon für ihn geschrieben hat, bevor seine Geburt. Das Leben, das ist Schicksal. Ihr Muslime glaubt doch an Schicksal. Wenn du jetzt darüber lachst, kann Amir doch gar nichts dafür. Amir kann, wenn, also ich sage nicht, dass er Fehler macht. Ich sage nur, dass du darüber lachst, dich lustig machst, dass das Allah, dass das Ungläubigen sowas Fehler machen. Dabei ist es doch Allah, der die Fehler vorbestimmt hat der Menschheit. Ja? Und dann verdreht er noch ihre Gesichter. Ja? Recht leitet, wen er will, obwohl er vorher schon vor der Geburt das Leben schon bestimmt hat, wie er leben soll. Ja? Schachmatt, Ramazan. Ja?
Schachmatt-Islam. Nochmal, Adam hat vier, ich weiß jetzt nicht, ob das 40 Tage oder 40 Jahre waren, das weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich vergessen. Allah hat 40 Tage oder 40 Jahre vor Adams Geburt schon seine Sünden geschrieben gehabt, ja? So. Fehler sind Wunder von unserem Fehler sind Wunder von Moment. Fehler sind Wunder vor unseren Augen, ja? Widerspenstigkeit. Ja, also, Allah sagt hier, dass wir das Wunder sehen von Allah, wenn wir Widerspenstigkeit sehen in Menschen. Ja? Da sehen wir hier das Wunder von Allah, wie er diese Leute das Gesicht verdreht und hin und her recht leitet, wie er will. Ja? Wie heißt das nochmal? Wenn ihr Widerspenstigkeit fürchtet in den Frauen, ja, schlagt sie, meidet sie im Ehebett, schlagt sie, ja. Wieso tut Allah die Widerspenstigkeit der Frauen vorschreiben, bevor sie überhaupt geboren sind, wie sie sind, und dann sollen Muslime sie schlagen? Das hat Allah schon alles geplant. Allah sagt, Fatima soll, wenn sie 23 ist, widerspenstig gegen Mahmud sein, und Mahmud soll sie dann schlagen, wenn Mahmud 66 ist. Ja? Hat Allah schon zuvor so bestimmt. Schachmat-Islam, Schachmat-Ramazan. Allah ist der Grund der Widerspenstigkeit der Menschen. Schachmat. So. Sie sind Marionetten und wissen nicht, ja, was sie aus ihrem Munde sagen. Sie sind Marionetten und wissen nicht, was sie aus ihrem Munde sagen. Die Unwissenden nochmal, seid ihr. Ja? Die Unwissenden seid ihr. Ja, laut Islam. Ihr glaubt einfach ohne zu wissen und ihr sollt nicht kritisieren, sonst wisst ihr, was passiert. Ne? So. Dann hier Friede und Segen auf Mohammed. Ja? Sagst du dann hier Friede? Wie kannst du denn einem Toten? Das ist jetzt keine Beleidigung. Mohammed ist tot. Jesus ist lebendig. Verstehst du? Du verstehst hier das kommen wir gleich darauf. Du verstehst hier etwas nicht. Ja? Wie kannst du auf einem Toten Frieden und Segen wünschen? Der ist tot. Sein Leben ist jetzt, bis er dann wieder aufersteht, bis zur Endzeit. Das ist jetzt so, wie es ist. Er ist tot. Er schläft, ja? Laut islamischer Lehre und auch laut christlicher Lehre. Alle Menschen, die jetzt sterben, die sind tot, ja, und die sind in einem Tiefschlaf sozusagen, ja, was für die aber sehr schnell zack vorbeigehen wird, ja. Und in der Endzeit wachen wir dann auf und dann zu dem Endgericht und dann wer dann in den Himmel und wer in die Hölle kommt, ja? Wie kannst du denn jemanden, der tot ist, Friede und Segen wünschen? Das ist Nekromantismus, ja? Ihr macht Nekromantismus, Ramazan, Schachmat, Ramazan, ja? Wie kannst du einem Toten Frieden und Segen wünschen? Du kannst doch keinen Toten Segen wünschen. Entweder hat das Segen schon bekommen, wo er gelebt hat und den Frieden, ja? Aber wenn der tot ist, dann ist er tot. Und du nennst dann am Ende des Videos einen Armin Trottel. Also, wenn du schon das nicht kapierst, dass du einem Toten Frieden und Segen wünschst, dass überhaupt nichts hilft. Also, wie soll ich das erklären? Ja? Soll ich einem Stein Frieden und Segen wünschen? Ja, das ist doch dasselbe, ja? Und nochmal, ich will ja nicht beleidigen. Ich sage hier laut christlicher und islamischer Lehre, okay? Das ist keine Beleidigung, ja? Und der Unterschied ist ja, dass Jesus lebt, auch laut islamischer Lehre lebt noch Isa. Isa wurde in den Himmel erhoben, nicht mal gekreuzigt, ja? Er wurde direkt in den Himmel erhoben und lebt für unbestimmte Zeit, für die unbestimmte Zeit, wann die Endzeit ist. Lebt er noch? Dann wird er 40 Tage oder 40 Jahre, was war das, 40 Tage, kämpfen und sterben laut Islam. Und ihr sagt, ihr liebt Jesus auch. Wenn ihr Jesus doch liebt, ja, wieso entscheidet ihr euch für den Islam? Im Christentum wird er ewig leben, im Islam wird er sterben. Ja, also er wartet jetzt da oben im Himmel, ja, der arme Isa, bis zur Endzeit und weiß genau, oh mein Gott, ja, die Endzeit kommt immer näher, die Endzeit kommt immer näher. Ja, und ich werde dann kämpfen 40 Tage und dann muss ich sterben. Für immer. Ja? Muslime, Schachmat, Islam, Schachmat, Ramazan, Schachmat, mein Lieber. Mit jedem Satz, ja, aber ich habe dich ja gewarnt, dass ich dich mit jedem Satz Schachmat setzen werde. Und das tue ich hier gerade, mit jedem einzelnen Satz, den du von dir gegeben hast.
Ja. Behauptet, ja, Amir behauptet, Superchrist zu sein, wird verfolgt. Steht in der Bibel. Ja, er sagt nur, das ist genau, was uns Christen passiert. Ja, die das Wort verkündigen, die haben es schon schwer. Aber die gegen noch die Unwahrheit kämpfen, die werden es extrem schwer haben. Und das ist, was Amir hier sagt. Er bezeugt nur die Prophetie Jesus Christus, dass er in diese Gefahr reinläuft. Das ist, ich werde dir sagen, weißt du, was Amir hier macht? Amir will uns sagen, ja, dass ihm ganz klar bewusst ist, in was er sich hineinbegeben hat. Dass er nicht einfach naiv, weil dass er nicht einfach naiv ist und gar nicht weiß, in welche Gefahr er sich begeben hat. Er weiß genau, welche Gefahr der Islam ist. Und es ist schon mal ein vorne verab ein voran verabschieden und ein Warnen, ja, dass wenn ihm was passiert, dass er sich wenigstens verabschiedet hat. Aber wie sollst du das verstehen? Amir sagt uns schon, wisst ihr, falls mir was passiert, ich habe meinen Dienst getan, weil ich euch liebe, weil ich euch so sehr liebe, ja, mir war es bewusst, welche Gefahr ich eingegangen bin. Und hiermit will ich euch sagen, ich habe es aus Liebe getan, obwohl ich selber wusste, dass es mir passieren wird, wenn es ihm passiert, habe ich mich dazu entschieden, weil ich euch so sehr liebe, weil Jesus Christus, mein Herr, ja, mir diese Liebe gezeigt hat. Das ist, was Amir macht. Nicht hier auf Superchrist. Ja, er bezeugt hier nur, was Jesus Christus gesagt hat. Und wenn er die Chance nicht hat, sich zu verabschieden, dann hat er das bereits getan. Mein lieber Freund, weißt du, was er tut? Nein, wie denn? Du bist doch geistlich flacher als eine Kakerlake, mein lieber Freund. Ja? Allah sagt, sie werden das Beste als Lüge erklären. Also die Ungläubigen werden das Beste des Islams als Lüge erklären. Selbst das Beste. Ja. Weil der Verfasser selber weiß, dass selbst das Beste, was ihn aus seiner geistlichen Flachheit, ja, rausgekommen ist bei dem Entwurf des Korans, so geistlich flach ist, dass einfach alles, ja, als Lüge erklärt wird. Hier bezeugt er selbst, ja, dass er geistlich so schwach ist, ja, weil schon die Juden ihm schon damals gesagt haben, du bist kein Prophet. Darum hat er sie doch alle töten lassen. Das ist doch das große Geheimnis des Islams. Christen und Juden töten, damit man den Islam nicht mehr aufdecken kann, weil nur wir, die den Islam aufdecken können, dass es eine Lüge ist. Nur wir, weil wir doch den Geist haben. Weil wir doch Christen sind, die Bibel studieren und wissen genau, dass der Koran nicht von Gott kommen kann. Weil wir ja wissen, was in der Bibel steht. Jesus sagt, wird der Letzte sein, er ist vorbei. Ja? Was für ein letzter Prophet? Ihr zählt, Mohammed ist der letzte Prophet. Ja? Ihr hattet noch 124.000 andere Propheten, die Bücher sind aber alle verloren gegangen. Man weiß von diesen Propheten kaum die Namen, von ein paar Stück. Ja? Nicht ein Buch haben wir mehr, ja, die sind alle verloren gegangen. Aber von dem einen Propheten ist alles da. Alles Schwachsinnige, ja? Und alles Lüge ist noch da. Ja? Verzeih die harten Wörter, aber am Ende, wenn die Leute das Video sehen, wie du ihn beleidigst, ja, denke ich mal, habe ich das Recht für diese Härte. So. Und sowieso, weil du ein Lügner bist, du die Lügner verteidigst. Hallo? Ja? Sowas soll ich respektieren? Nee. Ja? Lichter aus. Ja? Lichter aus und raus. Koran verbessern, nur noch Hadith vergessen, ja? Dann sagst du, Koran, sie vergessen jetzt den Koran, nur noch Hadithen. Ja, der Koran ist doch genauso widersprüchlich. Ich habe die Welt in 6 Tagen erschaffen, einmal ich habe sie in 8 Tagen erschaffen, dann die Ausrede, ja, der Islam wurde in 7 Dialekten runtergeschickt, Engel Gabriel selbst hat sie runtergeschickt, ja? Und dann die Ausrede zu machen, ach, wenn ich einen Fehler mache, ich habe ja 7 Dialekte bekommen. Aber hier ist so ein enormer Fehler, dass einmal 6 Tage und 8 Tage, ja, was hat denn das mit dem Dialekt zu tun? Ja, da seht ihr doch mal, wie geistlich flach ihr seid. Das sagt, ja, wir sind doch 7 Dialekte. Dann ist es doch klar, dass in 1 7 und 8 steht. Hier geht es um eine Zahl, ja. Ja, die Kreierung der Welt und nicht um einen Dialekt, wo Auto und Autoroa, ja, einmal so und einmal so heißt, ja. Ja, du geistlich flaches Objekt, ja. Mein Gott. Was geben wir uns eigentlich in Europa? Ohne Scheiß. Was geben wir uns hier überhaupt?
Wir vergessen den Koran, nur noch die Hadithen. Ah ja. Wisst ihr, wir Christen, wir nehmen auch römische Aufzeichnungen, atheistische Schreiber der Geschichte, ja, und sowas nehmen wir auch, um zu gucken. Wir sind nicht Dummgläubige wie Christen. Wir gucken auch und wollen auch stärker in unserem Glauben sein und gucken, was sagen denn die Atheisten zu der Zeit, ja. Die Römer, die Juden selbst, ja, und so weiter. Was können wir denn alles daraus finden, um dann zu gucken? Ja, und dann, das bestärkt ja alles noch, das Christentum. Archäologie, ja, Geologie, ja. Geologie beweist ganz klar, dass die ganze Welt mal komplett unter Wasser war, selbst der Mount Everest, ja. Und dann können wir wieder mit Brust raus spazieren gehen, wenn wir solche Sachen studieren, ja. Meine Liebe, wir Christen sind keine Dummen, die einfach an alles glauben, wir studieren, ja. Was sagt uns denn da die Bibel? Und studieren das sogar auch wissenschaftlich, damit wir unsere Zweifel wegbekommen. Ja? Selbst die Geologie beweist ganz klar, dass die ganze Welt mal unter Wasser war. Ja? Und nicht vergessen, dass die Berge dann erst erhoben wurden. Also das Wasser war nicht so hoch wie heute der Mount Everest, sondern danach wurden die Berge erst erhoben. Ja? So. Das werde ich jetzt nicht erklären, weil wer das nicht versteht, ist sowieso geistlich flacher, noch flacher als eine Kakerlake, ja. Und das ist, was Armin hier nachher gemacht hat, er wollte nicht zu viel erklären und dann kritisierst du ihn noch, weil er einfach dachte, was soll ich denn, ein Vollidiot, ja, der nicht mal das Minimum sich anstrengt zu studieren, dem noch sagen, ja. Hat doch gar keinen Sinn. Kommen wir gleich darum, warum das keinen Sinn macht, ja. Bibel, viel schlimmere Stellen, ja. Die Bibel soll viel schlimmere Stellen haben als der Koran und sowas. Da sagst du, ja, da in den Hadithen kann man ja mal sehen, was Mohammed mal gemacht hat und hin und her. Und dann behauptest du, die Bibel hat viel schlimmere Stellen. Bei uns gab es nicht einen Prophet, der annähernd so war wie Mohammed. Nicht annähernd, nicht mal entfernt so war wie Mohammed. Ja. Das Schlimmste der Menschheit, das jemals auf dieser Welt war, ja, war Mohammed und der Islam. Eine 500 Millionen Menschen wurden getötet durch den Islam in 1400 Jahren. Rechne das mal aus, wie viele das im Jahr sind, ja, im Durchschnitt. Mein Lieber, wie viele noch mehr versklavt, verschleppt, ja, gekidnappt, vergewaltigt, ja, und sonst was wurden, ja, beraubt wurden. Junge! Hör doch mal auf mit deinem Müll, Mann. Hör doch mal auf, die Menschheit für dumm zu verkaufen. Du wirst nur die richtigen Vollidioten erreichen, ja? Und ganz ehrlich, die jucken mich schon gar nicht mehr, ja? Wir lieben die, ja, wir lieben die, aber die jucken mich schon gar nicht mehr. Wer von alleine schon heraus, Entschuldigung, dass es so wackelt, es ist wirklich starker Wind heute, ja? Wer von alleine schon nicht seinen Geist so ein bisschen anstrengt, was willst du denn, was willst du noch mit dem? Ja? Ja, die Bibel ist noch viel schlimmere Stellen, die kein Mensch verstehen kann. Mein lieber Mann, ja? Soll ich da jetzt noch drauf eingehen? Vergleich mal Bibel und Koran. Und viele Sachen, die in der Bibel stehen, hat ja Mohammed übernommen, auch in den Koran, die Sinnflut und hin und her, ja? Dass Babys gestorben sind und hin und her. Du kannst doch nicht gegen die Bibel solche Sachen sagen, wenn das doch im Koran auch steht, ja? Hast du überhaupt eine Ahnung von deinem Koran? Keine Ahnung. Du sagst hier, Koran, sie vergessen Koran, nur noch Hadithen. Hast du eine Ahnung vom Koran? Hm? Im Koran steht doch das drin, was du bei der Bibel kritisierst, mein lieber Ramazan. Schachmat, ja, Schachmat, ja, Eigentor, schon wieder. Die ganze Zeit Eigentor, muss ich das alles wiederholen, muss ich das machen? Ja, ich mach's einfach mal. Allah führt sie in die Tiefe, ja. Allah führt sie in die Tiefe und dann zeigst du nach unten mit den zwei Fingern, ja, wie jetzt, Allah selbst führt sie in die Tiefe persönlich. Wir wissen doch alle, dass Allah zwei Beine hat, zwei Augen hat, zwei rechte Hände hat, ja, dass er eine physikalische Form hat. Also Allah betritt die Hölle selbst und bringt die Menschen, führt sie persönlich in die Tiefe. Was hat denn Allah in der Hölle zu verlieren? Kann er nicht mit dem Finger schnipsen und die Leute in die Hölle bringen. So führt er sie persönlich in die Hölle. Verstehe ich irgendwie nicht. Doch, ich verstehe, ich mache jetzt nur so. Sie wissen die Wahrheit, ja, im Herzen, aber lügen aus dem Munde. Meine Fresse.
Allah verspotten, bekämpfen und Mohammed. Wir können Mohammed gar nicht bekämpfen. Ja, und verspotten. Er ist tot. Wir verspotten ihn nicht und bekämpfen ihn nicht. Er ist tot. Ja, und Allah verspotten, wieso erst recht nicht? Ja, weil es ihn gar nicht gibt. Ja, ihn gibt's doch gar nicht. Wie können wir, also laut unserer Ideologie, nach unserem Glauben gibt's ihn gar nicht. Wie können wir ihn dann verspotten? Ja. Wir reden nur darüber, dass es ihn nicht gibt und erklären warum. Aber verspotten können wir ihn gar nicht, weil er für uns unexistent ist. Verstehst du? Wir können ihn nicht verspotten. Das tun wir gar nicht. Wir beleidigen Mohammed nicht, weil er tot ist. Wir machen keinen Nekromantismus, wir Christen. Ja? Und genau. Ja? Wir sind keine Todesanbeter und Todesverspotter und sowas. Ja? Also hör auf, uns Feinde zu machen, denn Mohammed können wir gar nicht beleidigen, weil er tot ist. Und Allah können wir auch nicht beleidigen, weil er gar nicht für uns existiert. Ja, hör auf damit. Ja? Muslime auf uns zu hetzen. So. Sie quälen sich mit der Seelen, sie quälen ihre Seelen mit der Falschheit. Ja? So, und jetzt hier mal kurz Stopp. Ja? Ich habe in 4 Minuten 57. Ja? 4 Minuten 57, guck mal, das sind jetzt 26 Minuten, wo ich das Video mache, wie du mit jedem Satz so viele Fehler machst, ja, dass für 4 Minuten 57, die dein Video bis jetzt gegangen sind, ich 26 Minuten brauchte, um jeden einzelnen Satz von dir als lächerlich darzustellen, Ramazan. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Müll auf einmal gehört. Okay, machen wir weiter. Allah zeigt, wie sie die Bibel widersprechen, ja, verspotten und die Wunder selbst verspotten, ja. Danke, lieber Ramazan. Also du beweist dir, dass es Wunder gibt in der Bibel. Lieben Dank erstmal. Und Allah zeigt, wie wir, also wir Christen, ja, die Bibel selbst widersprechen und die Bibel selbst verspotten und auch die Wunder in der Bibel verspotten. Ja? Mein lieber Mann. Erster Fehler dauert nicht lange. 3 Sekunden, ja, hast du behauptet. Erste Lüge. Bei dir war das die erste, ja, tausendstel Sekunde, ja. Hast du schon den Fehler gemacht? Und Ami hat dir gar keinen Fehler gemacht. Du hast nur gedacht, dass er einen Fehler gemacht hat. Hier fängst du dann endlich mal an. Ja? Erste Lüge: Friede, Jesus Christus sei mit euch allen. Er liebt alle, auch Muslime. Ja, natürlich. Wir lieben alle Menschen. Doch unsere Liebe soll auch keine falsche sein. Wenn wir den falschen Geist erkennen, müssen wir, ja, den Antichrist, wir dürfen den Antichrist doch nicht lieben. Ja? Wir lieben alle Menschen, bis auf wenn wir erkennen, dass dann, dass in diesem Mensch der falsche Geist ist, ja, sogar vielleicht ein Dämon, müssen wir mit der Liebe aufhören, ja, stoppen, keine falsche Liebe haben, ja, wenn wir erkennen haben, dass da drin ein Dämon ist, okay? Der Antichrist, verstehst du? Das ist ganz okay, ja? Und hier sagst du, Muslime dürfen Salam eigentlich nicht geben, ja? Dürft ihr auch nicht. Ihr sollt niemanden den Friedensgruß erwidern. Niemanden. Ihr dürft ihn, niemanden den Friedensgruß aussprechen. Ihr dürft ihn nur erwidern. Darum sagst du eigentlich. Ja, immer wenn du sagst eigentlich, weißt du selbst den Widerspruch in deiner Lehre. Ja, und verratest dich. Aber ich weiß es. Dr. Waker ist ja da. Jedes Mal, wenn du eigentlich sagst, ja, im Islam ist das ja eigentlich nicht so, ist das eigentlich auch so. Ja. Ist das eigentlich so? Ja? Muslime dürfen den Friedensgruß niemandem geben. Ja, und hier behauptest du 2. Johannes Vers 9. 2. Johannes 9. Wer in der Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Somit auch den Heiligen Geist, weil du sagst, wir widersprechen hier die Trinitätslehre. Ja? Wenn wir den Vater und den Sohn haben, Ramazan, heißt das, wenn wir dann im Himmel sind und den Vater und den Sohn haben, der Heilige Geist wird uns jetzt geschickt als Lehrer, der Geist Gottes selbst, wenn wir im Himmelreich sind, ja? Sind wir bei Gott selbst, bei Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist selbst, ja? Der Vater ist doch der Geist, ja? Hörst du nicht zu? Der Vater ist Geist. Wir sind dann beim Heiligen Geist des Vaters selbst, ja? Flachland-Kriechtier, ja? Aber gut, fallen ja eh nur so geistliche Kakerlaken auf deinen Müll rein. Ja. Brauchen wir nicht drauf weiter einzugehen. Ja. Jeder, der ein bisschen Gehirn hat, der weiß das doch. Ja.
Widerspricht der Trinitätslehre, ich spreche nur vom Vater und vom Sohn. Ja, wenn wir dann im Himmel sind, wir werden dann den Vater und den Sohn haben. Haben wir den hier unten? Wir werden ihn haben, wenn wir in den Himmel fahren. Der Vater selbst ist Geist. Ja? Der Heilige Geist selbst kommt von ihm. Er ist der Heilige Geist. Verstehst du? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei Personen, ein Gott. Ja? Arme Kreatur. Ich weiß nicht, hast du so, sag mal, ich frage mich echt, welche Menschen dir zusehen. Die tun mir leid. Die tun mir leid, Digga. So. Ja, und hier auch, guck mal, Fehler, er schickt uns den Frieden. Wir dürfen gar nicht den Frieden schicken. Ja. Und so, laut Bibel, ja, wir sollen nicht den Gruß entbieten, ja, sonst tun wir uns schon dem Bösen annähern, sowas in der Art, ja. Mein lieber Freund, ich hab's ja gerade erklärt. Hier geht es darum, wer die falsche Lehre, wer nicht in der Lehre bleibt, eine andere Lehre bringt und unsere Lehre aber studiert hat, so wie du liest die Bibel, ja. Es geht hier nicht um einen Buddhisten, der noch nie die Bibel gelesen hat. Den können wir grüßen weiterhin und mit ihm reden. Es geht hier darum, du, jemanden wie dich, der die Bibel gelesen hat und trotzdem sich für den Islam entscheidet, so einen wie dir sollen wir nicht mal die Hand geben, uns den Staub abwischen und uns nicht unter euch mischen. Das heißt, keine Kinder mit euch machen, nicht heiraten. Ja? Ja? Er sagt nicht nur, wir sollen euch nicht nur den Gruß entbieten. Ja, der Vater selbst sagt sogar, ich mache sogar noch weiter. Und das ist überhaupt nicht schlimm daran. Ja? Solche Menschen wie dir sollten wir uns nicht mal unterhalten. Ja? Klopf dir den Staub ab und geh. Ja, nicht mal die Hand sollten wir so Menschen wie dir schütten. Ja, denn du verteidigst die Lüge. Mohammed erlaubt Lügen. Allah erlaubt Lügen. Ja, und wir sollen dich grüßen. Ja, mein Gott. Ja? Was glaubst du, wen du hier verarschen kannst? Ne? Und hier geht es darum, um den Friedensgruß Jesus. Denn Jesus sagt, ich bringe euch den Frieden. Die Armee sagt hier den Frieden. Er grüßt hier nicht alle. Er sagt, ich bringe euch den Frieden von allen. Und selbst wenn er jeden grüßen würde, darf er das. Er darf grüßen, denn er weiß ja gar nicht, wer ihm gerade zuschaut. Der weiß doch gar nicht, wer ihm zuschaut, ob Dämon oder kein Dämon. Ja? Wenn er erkennt, dass es Dämon ist, dann ja, sollen wir solche Leute nicht mal ins Haus lassen und nicht mal entgrüßen. Ja? So, machen wir den zweiten Teil. Machen wir hier kurz stoppen.